Murphy! Murphy, bleib hier! Damit? Mama! Papa! Du hast den Bären gefangen! Der Bär hätte uns beinahe gefressen! Rebecca! Schon mutig. Sie sind also Rebeccas Vater. Christoph Lenz, angenehm. Entschuldigung. Keine Angst. Ah. Entschuldigung, dass es spät geworden ist. Es ist mir echt unangenehm, dass ich in solche Umstände mache. Aber wir haben noch einen schweren Unfall reinbekommen und ich musste noch mal in den OP. Rebecca hätte auch gerne bei uns schlafen können. Aber wir sind ja gleich zu Hause. Hallo. Hey, Papa! Hi! War sie wenigstens lieb? Aber ja. Und sie ist eine exzellente Köchin. Ja, es war jedenfalls sehr nett von Ihnen, dass Rebecca bei Ihnen bleiben konnte. Ciao. Ciao. Klar. Mit dem Rucksack. Tschüss, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. So sieht das dann aus. Ein heimatloses Kind auf die Gnade fremder Menschen angewiesen. Willst du, dass es unserem Sohn auch mal so geht? Das kannst du doch nicht vergleichen. Das ist ein alleinerziehender Vater und er hat auch niemanden, der ihn unterstützt. Abholen. Macht es mal gut, ihr beiden. Murphy! 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 Murphy, sitz! Stopp! Das ist immer dasselbe. Ah, ich habe Rebecca übrigens gewarnt. Jungs in dem Alter reagieren sehr allergisch auf Küsse. Sie war ja nicht zu bremsen. Das nennt man Liebe. Ach ja, übrigens, die Geburtstagsparty haben wir verlegt. Wir können nicht im Zoo feiern. Sicherheitsstufe A. Wegen der Hepatitisfälle? Wir wissen leider immer noch nicht, woher das Virus stammt und wie sich die Affen angesteckt haben. Was ist mit den Tierpflegern? Von denen ist keiner krank. Wir haben sogar Bodenproben aus dem Gehege entnommen. Die Tierpfleger können aber Hepatitis übertragen, ohne selbst erkrankt zu sein. Das hieß ja aber, dass sie mit dem Erkrankten in engem körperlichen Kontakt stehen müssten. Ja. Wir haben nach Symptomen bei Familienangehörigen gefragt. Fehlanzeige. Da wäre noch eine Möglichkeit. Kleinkinder bis zu 2 Jahren. Also die können Hepatitis haben, ohne Symptome zu zeigen. Hat einer Ihrer Tierpfleger ein Kleinkind? Da kommt eigentlich nur einer in Frage. Danke. Gerne. Wie ich vermutet habe, Ihre Anja ist kerngesund. Allerdings haben wir erhöhte Antikörpertiter festgestellt. Das heißt, sie hatte mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich eine infektiöse Hepatitis, die nicht zum Ausbruch gekommen ist. Wo holt sie die denn her? Ungewaschenes Obst oder so. Aber Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ihre Tochter ist ab jetzt lebenslang gegen die Krankheit immun. Na, dann habe ich ja das Virus in den Zoo geschleppt, ohne es zu wissen. Waren Sie denn außer bei den Orangs noch bei anderen Affen? Nein. Ich kann Entwarnung geben. Danke. Wir sehen. Tschüss. Tschüss. Schade nur, dass ich alle Geburtstagsgäste umgestellt habe. Naja, dann feiern wir nächstes Jahr wieder den Zoo. Falls Sie einen Shuttle-Service brauchen. Ich habe ja den Nachmittag freigenommen. Extra wegen Jonas Geburtstag? Ich war doch eingeladen. Wollen Sie einen Kaffee mit trinken? Ja, gerne. Ich hätte nur nicht gedacht, dass Sie wirklich kommen. Weil Männer immer was Wichtigeres vorhaben. Danke. Weil Männer solche Sachen gerne Frauen überlassen. Ist bei mir ganz schlecht. Ich muss ja Mutter und Vater sein. Das
Sieht Ihre Tochter denn Ihre Mutter überhaupt nicht mehr? Doch, in den Ferien. Sie lebt ja mit ihrem Mann in Amerika. Und Ihre Tochter ist bei Ihnen geblieben? Naja, sie wollte bei uns beiden bleiben. Da das nicht ging, hat sie erst mal beschlossen, bei mir einzuziehen. Ja, sie hat hier ihre Freunde, Schule, Sport. In einem Jahr will sie dann entscheiden, ob sie vielleicht doch zu ihrer Mutter nach Amerika geht. Sie haben also ein Probejahr. Das kann man so sagen. Ich hoffe, ich bestehe's. Das war nicht mein Verdienst. Das war seiner. Dr. Lenz von der Kinderklinik hat mir den entscheidenden Tipp gegeben. Ich wäre nie darauf gekommen. Ja, wer kommt mit in den Urwald? Aber nicht ohne Horst. Mit Horst. Also, alle Mann mir nach. Los. Hallo, Frau Mertens. Hallo, Rebecca. Hallo. Tag, Herr Lenz. Sie sind doch Zootierärztin. Wir haben nämlich mal eine Frage. Wir haben uns gerade gestritten, ob alle Elefanten Stoßzähne haben. Rebecca sagt ja, ich sage nein. Dein Papa hat recht. Nicht alle Elefanten haben sichtbare Stoßzähne. Ich habe die Wette gewonnen und du gehst zum Zahnarzt. Rebecca meint nämlich, sie braucht das nicht. Sie hätte Zähne wie ein Elefant. Hast du eine Ahnung, wie empfindlich die sind? So ein Riesenelefant kann sogar an Zahnschmerzen sterben. Siehst du? Aber du gehst auch. Ja, ich habe ja auch keine Angst vorm Bohren. Meine Zähne sind okay. Danke. Und bei weiteren Erziehungsproblemen wende ich mich vertrauensvoll an Sie. Ach, bis mich Rebecca nicht mehr leiden kann. Dann machen Sie sich mal keine Sorgen. Sie hat nur was gegen rechthaberische Väter. Richtig. Susanne, der Tiertransport ist da. Kommst du? Ich komm, ja schon. Viel Spaß noch. Das ist ein glatter Bruch. In 3 Wochen ist das verheilt. Glück gehabt. Gott sei Dank. Ab jetzt passt du aber auf deinen Arm auf. Das heißt, keine Boxkämpfe mehr, keinen Handstand und vor allem keine Fahrradkunststücke, klar? Das gilt auch für andere. Komm. Und er kann ganz normal zur Schule gehen. Ja, das ist gar kein Problem. Wenn er wieder Schmerzen hat, weil der Gips nicht richtig sitzt oder so, dann kommen Sie wieder her. Also ich bin ab morgen auf Dienstreise. Ich mach das schon. Na, dann komm mal. Ja, Versichertenkarte. Das hat Ihre Kollegin vorhin schon gemacht. Und die 10 Euro? Sind schon bezahlt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Kein Problem. Sie können sich übrigens revanchieren. Mit Rebeccas Hund stimmt irgendwas nicht. Mit Murphy? Ja. Was fehlt ihm denn? Na, der verkriecht sich in sein Körbchen. Oh. Ich dachte schon, der wäre beleidigt, weil ich mit ihm geschimpft habe. Was? Ja, der hat das ganze Wohnzimmer zerlegt. Na, dann muss es wirklich was Ernstes sein. Genau, das dachte ich auch. Ich kann ja morgen, wenn ich Jonas von der Schule abhole, Rebecca mitnehmen und mir Murphy gleich mal ansehen. Danke. Ja, aber jetzt sollten Sie sich um den jungen Mann kümmern. Ein Eis wäre jetzt nicht schlecht, was? Auf den Schreck? Ja! Sag mal, als der Doktor sagt, warum warten wir noch? Komm. Tschüss. Tschüss. Hey, Sophia, was bist du denn im Bett? Ja, müssen wir ihr ein paar Tropfen geben? Dann ist sie wieder ganz fröhlich, okay? Hallo. Abend. Ist Rebecca bei Ihnen? Nein. Ich dachte, Sie hätten sie heute abgeholt. Sie war gar nicht in der Schule. Aber ich habe sie doch heute früh hingebracht. Ja, ich wollte sie ja abholen, aber Jonas sagte, sie war nicht da. Wir waren sogar bei Ihnen zu Hause, aber da war sie auch nicht. Aber bitte, kommen Sie rein. Ich verstehe das nicht. Murphy ist auch nicht da. Vielleicht sind Sie spazieren. Um die Zeit? Rebecca hat doch sicher noch andere Freunde. Warten Sie, frag mal Jonas. Jonas? Jonas! Hast du eine Ahnung, wo Rebecca sein könnte? Mit wem spielt sie denn sonst noch so? Weiß nicht. Ich fahre noch ein paar Straßen ab, dann gehe ich zur Polizei. Ich komme mit. Putz dir schon mal die Zähne. Ja! Sowas hat sie noch nie gemacht. Naja, Rebecca ist ja ein selbstständiges Mädchen. Die passt schon auf sich auf. Manchmal ist sie mir ein bisschen zu selbstständig. Ja, Gott, vielleicht war ja auch nichts zu essen im Haus. Ich meine, vielleicht wollte sie eine Pizza besorgen oder ein Würstchen für Murphy. Halt. Stopp, 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 stopp. Was haben Sie gesehen? Ich glaube, ich weiß, wo die beiden sind. Lassen Sie uns umdrehen. Hallo, Frau Mertens.
Papa. Den nicht bemerkt haben? Ich bin eben kein Tierarzt. Von Hunden verstehen Sie jedenfalls noch weniger als von Ihrer Tochter. Tupfer. Desinfizieren. Wo? Da. Na, schon gut, Murphy. Alles okay. Rebecca leidet unter einem ziemlichen Trennungstrauma. Ich weiß. Als Vater bin ich eine ziemliche Null. Jetzt bitte kein Selbstmitleid, ja? Ich meine... Schere? Ja. Sie sind auch Mutter. Haben Sie ja nicht irgendwie so einen Trick? So als Frau? Schere. Das Murphy-Problem lässt sich eigentlich ziemlich einfach lösen. Meine Mutter hat ein paar Dutzend Zootiere mit der Flasche großgezogen. Gegen eine Halbtagspflege von einem kleinen Hund hat sie bestimmt nichts einzuwenden. Vorausgesetzt, Rebecca hat nichts dagegen. Tja, das wäre doch klasse. Rebecca würde sich sicher sehr freuen. So. Als meine Frau und ich uns damals getrennt haben, hat Rebecca wahrscheinlich das kleinere Übel gewählt. Meine Frau ist ja nicht alleine nach Amerika. Mit dem Fitnesstrainer. Aber wissen Sie das? Nein. Ja. Nein, das glaube ich. Doch, das ist mein Ernst. Ja. Das war so ein großer, braun gebrannter Superman aus Florida. Der war selbst Rebecca zu tapf. Entschuldigung. Aber bis dahin hatte sie ein gutes Verhältnis zu ihrer Frau. Ja, viel besser als zu mir. Eigentlich hatte ich gar keins. Ich habe ja eh nur von meiner Arbeit gelebt. Das war auch der eigentliche Scheidungsgrund. Deine Patienten sind dir wichtiger als die Familie und. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie? Jonas hat was angedeutet. Rebecca wird ihm wohl was erzählt haben. Ja, jedenfalls versuche ich jetzt die Scharte wieder auszuwetzen. Mit mäßigem Erfolg, wie man sieht. Wahrscheinlich wird sich Rebecca am Ende für ihre Mutter und den Superman entscheiden. Wenn Sie sich nicht langsam was einfallen lassen? Apropos, kommen wir doch noch mal auf vorhin zurück. Haben Sie jetzt einen Tipp? Als Frau, Mutter? Fitnessstudio? Alles klar. Zuhören, nachfragen. Eine Lösung finden und nicht suchen? Das klingt gut. Ist das jetzt das Rezept für eine glückliche Familie? So wie bei Ihnen? Ach, wissen Sie, wir haben da auch so unsere Probleme. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt eine Lösung finden. Zurück. Und bezüglich der Abrechnung, das... Ach, das ist gar kein Problem. Es gibt genügend Bedarf an Freikarten für den Zoo für unsere kleinen Patienten. Ach, übrigens, Murphy geht's besser. Danke nochmal. Vorsicht. Und Rebecca? Spricht wieder mit mir. Gibt's eigentlich die Möglichkeit, dass wir uns mal ohne Notfall begegnen? Ich hätte nichts dagegen. Die Frage ist nur, wann. Ja, wenn ich Sie schon hier einladen darf, dann laden wir mal das Gerät ein. Moment, ich leg mal die Sitze um. Dauert's noch lange. So. Jetzt bist du den Gips los. Kann ich damit jetzt wieder alles machen? Ja, aber ein bisschen vorsichtiger. Können wir jetzt endlich gehen? Ich habe Rebecca versprochen, dass wir ins Kino gehen. Habt ihr Lust mitzukommen? Au! Als Belohnung für einen tapferen Patienten? Okay. Super! Warum nicht? Hey, ich hab gesagt, ein bisschen vorsichtiger. Stopp, das ist ein Krankenhaus und kein Karussell. Sehen wir uns eigentlich an? Was zum Lachen oder was zum Heulen?
Sollen das nicht die Kinder entscheiden? Wir wollen ja auch unseren Spaß haben. Das ist schließlich unser erstes Date. Das kann ja nichts passieren. Wir haben jetzt zwei Aufpasser dabei. Papa! Hallo. Guck mal. Prima. Wie neu. Na? Was machst du denn hier? Ein Kunde hat abgesagt, da dachte ich, ich hole euch ab und wir fahren zur Go-Kart-Bahn. Eigentlich wollten wir zusammen ins Kino. Ach so? Und ob Go-Kart ausgerechnet das Richtige ist? Nicht, dass Jonas sich gleich wieder den Arm bricht. Oh, Entschuldigung. Mertens? Fährmann. Geht's um die Antilopen? Nein, ich rufe nicht wegen der Antilopen an. Das Problem ist gelöst. Ich habe schließlich eine klare Ansage gemacht. Ich will, dass Sie so schnell wie möglich zum Flughafen kommen. Der Zoll hat ein Krokodil gefunden. Ein Passagier hat versucht, es einzuschmuggeln. Wir nehmen das Tier erstmal in Quarantäne. Ich habe extra den Nachmittag freigenommen. Bis gleich. Das war mein Chef. Er will, dass ich zum Flughafen komme. Der Zoll hat ein Krokodil beschlagnahmt und ich soll mir das Tier mal ansehen. Fahr nur, wir haben das schon im Griff. Schade. Kannst dich auf mich verlassen. Na dann. Tschüss. Dann viel Spaß. Tschüss. Wir Väter sollten eh mehr zusammenhalten. Wieder arbeite, habe ich sowieso ständig ein schlechtes Gewissen. Wenn ich gewusst hätte, dass mein Mann einfach Jonas an sie weiterreicht, wäre ich natürlich da geblieben. Ja, manchmal ist es schwer, alles unter einen Hut zu kriegen. Jetzt nehmen Sie meinen Mann auch noch in Schutz? Ich will doch nur nicht, dass Sie sich Vorwürfe machen. Vielleicht hätte ich doch erst mal halbtags anfangen sollen. Halbtags? Sie sind doch gar keine Frau für halbe Sachen. Sie lieben doch Ihre Arbeit. Das war immer mein Traum. Wo sind denn unsere Kinder? Robben. Also bei dem Robben. Glückliche Mütter, glückliche Kinder. So einfach ist es. Nein. Aber seit ich mir nicht mehr einrede, dass ich ein schlechter Vater bin, geht's mir viel besser. Meiner Tochter auch. Den Tipp habe ich übrigens von Ihnen. Von mir? Schon vergessen? Ja. Bei anderen weiß man es eben immer besser. Jedenfalls höre ich mir Ihre Ratschläge sehr gerne an. Können doch im schlimmsten Fall eine Gehirnhautentzündung auslösen. Ja. Aber die Keime werden nicht nur von Säugetieren auf den Menschen übertragen, sondern auch von Reptilien? Ja, das kann vorkommen, aber wieso? Lucys Vater wurde gestern am Flughafen mit einem Krokodil im Handgepäck erwischt. Wie jetzt? Als Handgepäck oder im Handgepäck? Im Handgepäck. Ein Krokodil? Ja, nein, im Ernst. Möglicherweise ist das Tier die Quelle der Infektion. Sie meinen, dass Herr Jessner den Erreger nach Hause geschleppt hat? Dafür ging die Übertragung aber ziemlich schnell. Na, ich werde das Tier jedenfalls noch mal untersuchen und eine Blutprobe nehmen. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn ich genaueres weiß. Rufen Sie mich an? Ja. Hallo, Mertens hier. Alles in Ordnung? Ich wollte Ihnen nur sagen, bei mir ist das Ergebnis negativ. Ich habe keine Listerien bei dem Krokodil gefunden. Jedenfalls nicht in nennenswerter Zahl. Als Überträger kommt es also nicht in Frage. Ja, bei mir ist das Ergebnis positiv. Das Mädchen ist definitiv an Listeriose erkrankt. Aber es geht ihr schon viel besser. Die Antibiotika haben angeschlagen. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, wo sie die Infektion her hat. Und ob sonst noch jemand gefährdet ist. Dass sie sich indirekt über den Vater angesteckt hat, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Sie müsste direkt mit dem Träger des Erregers Kontakt gehabt haben. Vielleicht hat sie ja doch über die Nahrungsmittel zu sich genommen. Mir fällt da noch was ein. Danke. Gut verstehen, das könnte mir genauso passieren. Naja, einen Listerienbefall sieht man ja nicht mit bloßem Auge. Das habe ich ja jetzt nicht gemeint. Ich meine, dass der extra noch mal nach Florida düst, um ein zweites Krokodil zu besorgen. Ich weiß ja, was es heißt, wenn man seiner Tochter einen Wunsch abschlagen muss und sei ja noch so unvernünftig. Würden Sie mich gegebenenfalls konsultieren? Ich sähe Sie ungern im Gefängnis. Ach ja?
Ich meine, meinen Sie wirklich, dass der Erste ins Gefängnis muss? Vielleicht findet er einen milden Richter oder Richterin. Alleinerziehende Väter genießen ja einen Sympathiebonus. Gehen Sie denn jetzt mit mir einen Kaffee trinken? Na, offen gestanden bin ich nicht gerade in der richtigen Stimmung. Ärger? Hm. Moment. Zeit später. Wundert sie da so ein bisschen auf? Ganz kleines bisschen? Sie müssen mir das irgendwann mal genauer erklären. Sie wissen ja, ich höre Ihnen sehr gerne zu. Hallo, Rebecca. Hallo, du Süße. Na, wie war's? So, zwei Mandel-OPs, ein Blinddarm und eine verschluckte Murmel. Eigentlich wollte ich wissen, was unsere beiden Hoffnungsträger erlebt haben. Ach so. Dachte, sie interessieren sich für mein aufreibendes Berufsleben. Auch. Na, erzähl. Sag mal, was ist dir denn da passiert? Ja, hat mich gestoßen. Das muss ein heftiger Zusammenstoß gewesen sein. Am besten kühlen. Ach, Frau Mertens. Ah, guten Tag, Frau Liebig. Gut, dass ich Sie treffe. Ich hätte Sie gern gesprochen. Ja, sehr gerne. Und? Hat er gestanden? Er schweigt sich aus. Du sagst aber wirklich keinem, hm? Was denkst du? Willst du ein Kaugummi? Später. Jonas sagt mir sonst alles. Und so aggressiv kenne ich ihn überhaupt nicht. Manchmal ist es ja so eine Art Ventil. Sie meinen, er reagiert sich ab? Gibt's denn einen Anlass? Ich habe mich von meinem Mann getrennt. Jonas und ich, wir wohnen jetzt bei meinen Eltern. Ist ja klar, dass er völlig durcheinander ist. Tja, für die meisten Kinder ist das ein Schock. Die einen ziehen sich zurück, die anderen werden aggressiv. Ich habe ihm gesagt, dass wir nur zu Besuch bei Oma und Opa sind, aber er spürt natürlich, dass das nicht stimmt. So, jetzt pass auf, Jonas. Vielleicht hätte ich ihm gleich die ganze Wahrheit sagen sollen. Meine Frau und ich, wir haben vor Rebecca sehr, sehr lange heile Welt gespielt. Wir wollten ihr nicht wehtun. Die Enttäuschung war umso größer. Sie hat uns beide für Lügner gehalten. Haben Sie inzwischen eine Jahreskarte? Ja, langsam wird es sich lohnen. Hey. Das ist Momo, mein Sorgenkind. Er hat sehr früh seine Mutter verloren und ich habe ihn mit der Flasche großgezogen. Ja, sozusagen mein zweites Baby. Und jetzt macht er mir schon wieder Kummer. So, was fehlt Ihnen denn? Ich habe zuerst auf eine Darminfektion getippt, aber ich habe keine Dysbakterien gefunden. Und dann dachte ich, es ist die Vorstufe zu einem Darmverschluss. Haben Sie schon Sono gemacht? Ja, gerade eben, aber es war nichts Ungewöhnliches zu finden. Aber Sie sind doch Kinderarzt, vielleicht können Sie mir einen guten Rat geben. Der Unterschied zwischen kleinen Menschenaffen und kleinen Menschen ist ja nicht so groß. Ja, 98% unserer Gene stimmen überein. 2% mehr und du könntest uns mehr sagen. Welche Symptome zeigt er denn noch außer Bauchschmerzen? Erbrechen, Durchfall, Krämpfe, das volle Programm. Aber es gibt zwischendurch auch Phasen, in denen er völlig okay ist. Eigentlich bin ich ja noch aus einem anderen Grund hier. Ich habe gestern Rebecca noch mal ins Gebet genommen und habe sie gefragt, ob sie weiß, warum sich Jonas mit anderen Jungs schlägt. Und? Was hat sie gesagt? Naja, nicht viel. Sie fing sofort an zu weinen und sagte, Jonas könne nichts dafür. Die anderen sind so gemein. Sie ging sofort hoch in ihr Zimmer und sie hat sogar ihren Pudding stehen lassen. Irgendwie seltsam, oder? Soll ich mal mit ihr reden? Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Vielleicht wollte Jonas sie ja auch nur beschützen vor anderen Rabauken. Ja, aber warum sollte er mir das nicht sagen? Ich glaube, Rebecca hat Jonas zum Schweigen verdonnert. Es ist ihr peinlich. Annette? Nora ist weg. Und Dr. Fährmann tobt. Was heißt weg? Ist sie weggeflogen? Nein. Ich glaube ja, sie hat jemanden mitgenommen. Jedenfalls war die Kette vorhin durchgeknipst. Naja, und vorhin war die alte Dame da, die sie jeden Tag besucht. Seitdem ist sie verschwunden. Haben Sie was dem Direktor gesagt?
Hält er durch. Wie geht's ihm? Sieht nach einem Darmverschluss aus. Es ist kaum noch Puls zu spüren und er braucht dringend Sauerstoff. Kriegt er unterwegs. Sofort operiert werden. Ist das okay, wenn ich das mache? Sie haben doch selbst gesagt, der Unterschied sind nur 2%. Assistieren Sie mir? Ja, sicher. Ist der OP frei? Etwa für den Affen? Ja. Sehen Sie das hier? Was ist das? Das ist ein Stück vom Nabeldarmkanal. Das ist auch nur noch ein ganz schmales Bändchen. Das hat sich um den Darm gewickelt. Das konnte man auf der Sono natürlich nicht erkennen. Skalpell. War's schon fertig. In der freien Natur hätte Momo keine Überlebenschance gehabt. Dass Sie mich gleich angerufen haben. Glauben Sie, dass er durchkommt? Ich hoffe, wenn er die Nacht übersteht. Keine Bange. Der Kleine ist zäh. Auf eine Tasse Kaffee. Aber sicher wartet Rebecca schon sehnsüchtig auf mich und ihr Jonas auf Sie. Er ist heute bei seinem Vater. Dann hätten Sie Zeit? Ich hätte sowieso gerne noch mit Rebecca gesprochen. Von Frau zu Frau. Dann lade ich Sie jetzt ein. Jonas? Der hat ihnen gesagt, die sollen aufhören, aber die haben immer weitergemacht. Was haben sie denn gesagt? Dass Mama mich nicht lieb hat, weil sie nach Amerika ist. Richtige Mütter lassen ihre Kinder nicht allein. Jonas hat ihnen gesagt, die sollen die Klappe halten, aber die sind immer gemeiner geworden. Und da wusste er keinen anderen Rat, als sie zu verhauen. Da ist er doch ein richtiger Held. Und warum konnte er mir das nicht sagen? Das wollte ich nicht, weil sie so fies waren und so eklige Sachen gesagt haben. Und du hast dich geschämt. Komm her. Egal, was jemand über deine Mama sagt, die hat dich sehr, sehr lieb. Und sie ist nicht weggegangen, weil sie dich allein lassen wollte. Sondern weil wir uns nicht verstanden haben. Deinen Eltern ist dasselbe passiert wie vielen anderen auch? Zuerst wollen sie ein Leben lang zusammenbleiben, und dann passen sie eben doch nicht so gut zusammen, wie sie dachten. Dann trennen sie sich, teilen das Haus, teilen das Auto, manche zersägen sogar Betten. Aber Kinder kann man eben nicht teilen. Und das tut ihnen sehr weh. Für Eltern ist das manchmal gar nicht so leicht, da den richtigen Weg zu finden. In den Ferien fährst du Mama besuchen. Jetzt trinkst du deinen Kakao. Gehst du die Zähne putzen, ja? Ja, ein Leben lang zusammen sein. Haben wir da nicht schon verloren bei so einer Vorgabe? Es gibt schon Beispiele, dass es funktioniert. Ja, funktioniert ist aber was anderes als füreinander brennen. Keine Sekunde ohne den anderen auszuhalten. Herzklopfen, wenn nur die Tür aufgeht. Jede Berührung ist wie ein Stromstoß. Wer soll das denn aushalten? Ständig ein Adrenalinspiegel wie ein Bungee-Springer. Ja, da braucht man ein starkes Herz. Ich glaube, Sie haben eins. Mal so rein medizinisch gesprochen. Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Bitte bleiben Sie doch noch. Wollen Sie noch einen Schluck Wein?
Lieber nicht. Ich rufe schnell in der Klinik an und frage nach, wie es unserem Patienten geht. Können wir besser schlafen? Also wir beide besser schlafen. Ich hier und Sie. Naja. Bin gleich wieder da. Also übrigens Christoph. Susanne. Ah. Hallo. Mama. Morgen. Morgen. Ich will zu Jonas Lehrerin. Wir auch. Rebecca hat erzählt, wie mutig du warst. Dass du sie verteidigt hast, das finde ich ganz toll und dass du sie nicht verraten hast. Aber hauen ist keine Lösung. Kleiner Tipp fürs nächste Mal. Manche Leute haben es gar nicht verdient, dass man sie beachtet. Die lässt man einfach links liegen, macht sich nicht die Hände schmutzig. Hm? Wenn ihr wieder mal ein Problem habt, dann kommt ihr gleich zu uns. Dafür sind Eltern nämlich da, dass sie ihren Kindern beistehen. So, ab mit euch. Es klingelt gleich. Fährst du mich? Na klar. Selten über 1,50 Meter sind. Die meisten haben ja auch noch ihre Milchzähne. Hattest du gar keine Angst? Naja, sagen wir mal Respekt. Grizzly in eurem Garten. Ein Braunbär. Egal, alleine schon bei dem Gedanken, da rutscht mir das Herz in die Hose. Hey, ist es noch da? Es schlägt wie verrückt. Der Bär ist aber schon weg. Das ist immer, wenn ich in deiner Nähe bin, dann fängt das an zu rasen. Willst du mal fühlen? Ich bin Tierärztin. Egal. Ich denke, du brauchst einen Spezialisten. Und ich denke, der kann mir dabei nicht helfen. Aber das sollte beobachtet werden. Unbedingt. Ja, wollen wir das nicht mal beim exquisiten Abendessen besprechen? Ich habe im Auto die 18, die 24 und die 143. Ich war beim Chinesen. Rebecca und ich, wir schaffen das niemals. Ich habe leider schon was vor. Ja, schade. Ein andermal gerne. Ich glaube ja nicht, dass ich das vergesse. Heute nach der Schule packen wir unsere Sachen und ab morgen sind wir dann wieder zu Hause. Du hast auch wieder dein eigenes Zimmer. Aber Oma und Opa kann ich besuchen, wann ich will. Ja, klar. Und Papa? Um den mach dir mal keine Sorgen. Den wirst du schon oft genug sehen. Papa ist ja nicht aus der Welt. Da ist Rebecca. Tschüss. Tschüss. Bitte. Hey, krieg ich kein Küsschen? Doch, natürlich. Hallo, Jonas. Hallo, Christoph. Hallo. Hallo. Ich wollte mit Rebecca nach der Schule in den Zoo den jungen Löwen ansehen. Ich könnte Jonas dann mitnehmen. Ja, das wäre schön. Okay, dann bis heute Nachmittag. Bis dann. Papa? Jonas sagt, er zieht mit seiner Mama wieder nach Hause. Wusstest du das schon? Nee. Na, dann weißt du es jetzt. Anne. Da seid ihr ja. Wo sind denn die Kinder? Die sind in der Löwensavanne. Die gucken sich gerade das Löwenjunge an. Moment, ich bin gleich fertig. Ich gehe gleich wieder. Ich hole Rebecca dann nachher wieder ab. Ich dachte, du hast heute frei. Ja, schon, aber... Warte. Es scheint ganz gut verheilt zu sein. Das war's erst mal. Danke.
Ich dachte, wir unternehmen was zusammen. Ich denke, ich werde in Zukunft einen großen Bogen um den Zoo machen. Warum das denn? Weil ich mich in dich verliebt habe. Zwei Kinder im Löwengehege! Übers Dach. Sauer. Was habt ihr denn auf der Löwensavanne verloren? Eine Löwenmutter, die Angst um ihr Junges hat. Ist fürchterlich gefährlich. Wie konnte das überhaupt passieren? Es tut mir leid. Wollte Rebecca das Löwenjunge zeigen. Und ich dachte, wir wären allein auf der Savanne. Komm, trink erst mal den Tee. Warum hast du denn nicht richtig auf Jonas aufgepasst? Mach das bitte nie wieder. Komm, Jonas, wir gehen. Jetzt lassen Sie doch den Jungen erstmal zur Ruhe. Halten Sie sich da raus. Warum mischen Sie sich überhaupt ein? Lassen Sie einfach die Finger von meiner Frau. Klaus, das ist jetzt wirklich nicht der richtige Moment. Komm mal her. Hey. Na, komm her zu mir, mein Schatz. Entschuldige. Frau Dr. Mertens, ein Fax gerade für Sie angekommen. Danke. Was ist? Ein medizinisches Wunder. Ich müsste noch mal kurz weg. Jonas, wäre das für dich okay? Ja. Könntest du ihn zu meinen Eltern bringen? Ich komme dann gleich nach. Klar. Ja. Bis später. Ah, und hättest du danach vielleicht auch noch Zeit, zu mir zu fahren? Gut. Ich brauche dringend deinen Handwerk. Es ist schön, jemanden zu haben, wo man hin kann, wenn man in Schwierigkeiten steht. Das ist doch selbstverständlich. Bleibt auch so. Ich danke euch. Tschüss. Jonas! Eigentlich ganz schön, so ein bisschen Trubel im Haus zu haben. Ja. Abschneiden. Ich finde schon bisschen. Und ich dachte, du hast dich mit deinem Mann wieder versöhnt. Ich wollte schon nach Australien auswandern, um dich ja nicht wiederzusehen. Funktioniert? Du kannst mich doch jetzt nicht alleine lassen. Das habe ich auch nicht vor. Ich hätte nie gedacht, dass es jemals so weit kommen würde, dass ich sogar das Türschloss auswechseln muss. Bist du mir sehr böse, wenn ich dir sage, dass ich das sehr gerne gemacht habe? Bist du mir sehr böse, wenn ich dir sage, dass ich dich gerne küssen würde, aber zu feige dafür bin? Du bist nicht zu feige. Thank you.
Jonas, machst du mal auf? Kann ich, ich bin auf dem Klo. Christoph. Die soll ich hier abgeben. Das ist aber nett. Ich habe mit Rebecca einen Ausflug gemacht und wir haben Blumen gepflückt. Jonas hat mir verraten, dass du am liebsten Feldblumen magst. Ja, besonders diese wunderschönen Orchideen hier. Ich wusste gar nicht, dass sowas bei uns auf den Feldern wächst. Tatsächlich sogar in deine Möbel? Ja, mein Ehebett. Hast du Lust? Willst du mit reinkommen? Ja, danke. Das Bett und das andere Zeug kommen in den Sperrmüll. Warum hast du denn nichts gesagt? Ich hätte dir doch geholfen. Selbst ist die Frau. Das kommt auch gleich weg. Ja, warte, das mache ich. Ja? Ja. Okay. Dann mach ich mit dir putzen. Alles gut. Dann hüpf doch schon mal ins Bett. Ich komme gleich nach. Christoph und ich, wir bringen nur noch schnell was in die Garage. Ich stell das Ding einfach hier dazu. Ich könnte dir auch beim Renovieren helfen. Also nicht, dass ich mich langweile, aber ich würde es gerne tun. Das ist wirklich nicht notwendig. Ich weiß, du schaffst es auch alleine, aber zu zweit wäre es einfach lustiger. Noch lustig ist mir im Moment eigentlich überhaupt nicht. Ach, entschuldige. Ich habe ja auch eine gescheiterte Beziehung hinter mir. Du musst das ja erstmal verkraften. Es geht mir um den Zoo. Wie? Ärger? Ich mache mir Sorgen um einen meiner Patienten. Dann hast du wahrscheinlich keinen Nerv für andere Sachen. Ich hatte nämlich einen Anschlag auf dich vor. Es geht um das kleine Mädchen Chea San aus Kambodscha. Jonas hat mich da auf eine Idee gebracht. Aha. Es ist schwer zu sagen, warum sie sich weigert, auf ihrer Prothese zu laufen. Vielleicht Angst vor neuen Schmerzen. Vielleicht glaubt sie auch einfach nur, dass sie nie wieder ein vollwertiger Mensch werden wird. Das soll ein Besuch im Zoo helfen? Ja. Sie liebt Elefanten. Und ihr habt doch da diesen kleinen, wie heißt er? Wollner. Ja. Und ich dachte mir, wenn Chea San ihn berühren könnte, ihn streicheln, vielleicht mit ihm reden, sozusagen auf Augenhöhe. Vielleicht fasst sie dann wieder Selbstvertrauen. Christoph, ich würde dir ja wirklich gerne helfen. Aber der Patient, der mir solche Sorgen macht, ist Wollner. Er hat sich selbst das Bein heute verletzt. Schade. Schlechte Nachricht? Ich muss in den Zoo. Wollner? Ja, leider. Es kann spät werden, das heißt, ich muss Jonas noch zu meinen Eltern bringen. Das kann ich doch machen. Ja, wirklich? Ja, vorher baue ich noch dein Schlafzimmer zusammen. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Symbolik einverstanden bin. Ja. Dringend für ihn. Siehst du, ich habe doch gesagt, deine Mama macht deinen Namen wieder gesund. In der Zeitung steht doch nur Quatsch. Hey, das ist Chea San. Seid ihr ja endlich. Hallo. Da gibt es jemand, der wartet schon ganz sehnsüchtig auf dich. Wollen wir? Alles. Ihr könnt ruhig hingehen, Lutz weiß Bescheid. Gratuliere. Das müssen wir doch eigentlich feiern. Hast du heute schon was vor? Ich meine, ich bräuchte sowieso ein paar freie Tage. Lass uns doch einfach irgendwo hinfahren. Wir alle zusammen? Ja, wir schnappen die Kinder und fahren in ein schönes Hotel aufs Land. Nein, stopp, Christoph, das geht mir viel zu schnell. Ich will erst mal nur für Jonas da sein. Heißt es, dass wir uns jetzt nicht mehr sehen, oder wie? Wir sehen schon, aber nicht mehr. In dem Alter. Ah, was sind Sie ja? Na dann, viel Spaß. Gleichfalls. Wir wollen in den Zoo. In den Zoo? Ich brauche ein Tier. Was heißt, du brauchst ein Tier? Wir sollen am Montag alle unsere Haustiere mit in die Schule bringen. Aber Jonas hat keins. Wir können doch keins aus dem Zoo holen. Muss ja nicht groß sein. Ein kleines Känguru oder so wäre cool. Das lass mal Jonas mit seiner Mama besprechen. Schönes Wochenende. In 4 Kilometern müssten wir rechts abbiegen. Ist was? Ach, der Wagen. Ich dachte schon, das wäre der von Klaus.
Wenn der uns zusammen sieht, das wäre Wasser auf seinen Mühlen. Meine Frau vernachlässigt ihre Erziehungspflicht und unterhält außereheliche Kontakte. Behauptet er das? Also stand's zumindest in dem Schreiben vom Gericht. Wie? Der droht dir mit dem Gericht? Ja. Er will mir das Sorgerecht für Jonas entziehen. Das kriegt er doch nie. Was uns betrifft, hat er doch nichts, was er gegen dich verwenden kann. Schließlich sind wir nur Freunde. Eine Harnblasenentzündung kann ich was machen, aber hier kann ich ihn ja nicht mal ordentlich untersuchen. Was machen wir bloß mit dir? Und wenn ich versuche, einen anderen Transporter zu organisieren? So auf die Schnelle, heute ist Sonnabend. Ja, versuchen sollten wir es schon. Na gut, dann machen Sie. Und sagen Sie denen, dass wir ein Tier retten müssen, das vom Aussterben bedroht ist. Ich hätte doch noch im Zoo vorbeifahren müssen. Ich brauche dringend physiologische Kochsalzlösung. Für eine Infusion? Mhm. Naja, vielleicht gibt's im nächsten Ort eine Apotheke. Ich habe ein paar Sachen im Auto. Ringerlaktat, geht das? Ja, wunderbar. Sonst noch was? Ich müsste ihm hohe Vitamindosen geben, Vitamin E und C. Ach, bring doch einfach, was du hast. Gott. Dieser Fährmann, der kann sich auf was gefasst machen. Hier mit dem Wasser passieren? Einfach drüber gießen zum Abkühlen. Entschuldigung. Aber es ist ja auch heiß. Komm, du kannst mein Hemd haben. Ja, du halten kann ich das auch. Ich bin Arzt. Aber was ich dir übrigens mal sagen wollte, ja? Was deine Vorsätze betrifft, so von wegen Alleinsein und nur noch für Jonas da sein. Ich glaube, du hast einfach nur Angst, dich auf eine neue Beziehung einzulassen. Gib's zu. Ich gebe gar nichts zu. Wieso ist eigentlich deine Ehe in die Brüche gegangen? Entschuldigung. Für dich gab es doch immer nur deinen Beruf. Wie soll ich denn sicher sein, dass das bei uns anders wäre? Wie soll ich denn sicher sein? Es gibt nämlich keine Garantie im Leben, schon gar nicht, was die Liebe angeht. Was? Nichts. Frag doch mal Conny, ob er schon was erreicht hat. Ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ne? Du machst ganz schön was mit, du Ärmster. Und? Er hat schon bei 4 Speditionen in der näheren Umgebung angerufen, aber noch nichts. Hast du Antibiotika dabei? Die habe ich im Zoo auch. Würdest du mir eine Spritze aufziehen? Ja, klar. Sag mal, mir fällt da gerade was auf. Was denn? Das Nashorn hatte doch Blut im Urin. Aber da ist nichts. Da müsste doch geronnenes Blut zu sehen sein, nachdem der Urin verdunstet ist. Du hast kein Nashorn, würde ich sagen, dein Patient leidet an einer Hämolyse und die roten Blutkörperchen lösen sich auf. Das ist genau das, was ich befürchte. Spitzmaulnashörner sind besonders anfällig für hämolytische Anämie. In den meisten Fällen sind die Tiere gestorben. In sehr kurzer Zeit. Je schneller wir was tun können, umso größer die Erfolgsaussichten. Gute Nachrichten. Unser LKW ist in wenigen Minuten repariert. Gott sei Dank. Vielen Dank. Viel Glück. Sei mir nicht böse, was ich dir vorhin zu nahe getreten bin. Das ist schon gut. Tschüss. Ja? Susanne, du musst herkommen. Ich habe ein Tier im Haus. Was denn, ein Nashorn? Das ist ein Riesenreptil und sitzt auf meinem Bett. Christoph, mir ist heute wirklich nicht mehr nach Scherzen zumute. Das ist ja auch kein Scherz. Wie groß ist es denn? Susanne, es bewegt sich. Es kommt jetzt auf mich zu. Bitte komm her, ich weiß nicht, was ich machen soll.
ist nun das Ungeheuer? Zuletzt war er auch auf dem Herd. Aha. Ja. Auf dem Herd. Genau hier hat es gesessen. Und das ist unheimlich schnell. Und unsichtbar. Susanne, da war was in meinem Bett, glaub's mir. Blond? Langbeinig? Sehr witzig. Grün, spitze Zähne, scharfe Krallen. Das sah aus wie ein kleiner Drache. Speit ihr Feuer? Hä? Speit ihr Feuer? Hey, du nimmst mich nicht ernst. Doch, 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 sehr sogar. Du lässt einfach nicht locker, hm? Christoph. Ich bin todmüde. Das ist ein Leguan. Nein, bloß sitzen, du! Keine Sorge, der ist völlig harmlos. Na du? Dich kenne ich doch. Der ist aus dem Zoo, dem habe ich erst letzte Woche die Krallen geschnitten. Na toll. Und wie kommt dieses Vieh hierher, in unser Haus? Das frage ich mich auch. Ich helfe Ihnen, Frau Lehmann. Auf jeden Fall hast du hier ein ganz schönes Malheur angerichtet. Als ich dieses Monster plötzlich vor mir sah, habe ich vor Schreck alles fallen lassen. Das stinkt ja bestialisch. Was ist denn das? Holzschutzmittel. Ich habe meinen Balkon gestrichen. Holzschutzmittel. Aha. Hallo? Ich wollte doch Jonas nur helfen. Und Leo ist ganz lieb. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich nicht einmischen. Rebecca hat ja recht. Ich hätte Jonas ernst nehmen sollen. Eine Tierärztin ohne eigenes Haustier ist vielleicht wirklich ein bisschen komisch. Wie, du willst du diesen Bonsai-Dach nicht etwa behalten? Ach, Papa, das geht doch nicht. Da kriegt Susanne Ärger mit ihrem Chef. Leo ist doch nur geliehen. Ah. Okay, aber am Montag nach der Schule wandert er sofort wieder zurück in den Zoo. Nicht vergessen, dreimal am Tag. Und höchstens zwei auf einmal, hm? Ich dachte wirklich, das wäre ein Trick. Um dich in meine Höhle zu locken? Bist du jetzt enttäuscht? Nein. Dankbar. Ach, was ich dir noch sagen wollte zum Thema Haustier. Falls du dich doch für mich entscheiden solltest, Murphy wäre inklusive. Und wie geht's dem Lux? Ja, soweit gut. Wir lassen ihn so bald wie möglich wieder laufen. Und wie geht's deiner kleinen Patientin, die du nach Berlin gebracht hast? Sehr gut, er hat alles gut überstanden. Ich bin froh, dass ich die Operation riskiert habe. Die Berliner hatten sie ja schon fast aufgegeben. Ich wollte mich am liebsten da behalten. Kann ich morgen mit in den Zoo, wenn Jonas sein Tier aussucht? Ja, klar. Okay, tschüssi. Tschüss. Im Ernst, die haben mir eine Stelle angeboten. An der Charité? Der Chefarztposten für die Kinderchirurgie wird frei und die suchen einen Nachfolger. Das klingt ja gut. Verlockend wär's schon. Vielen Dank an deine Mutter. Toi, toi, toi bei der Anwältin. Susanne. Sag mal, könnten wir uns heute Abend sehen? Vielleicht bei mir zu Hause? Ja, klar. Falls ich noch ein gebügeltes Hemd finde. Zu so einer Verabredung kommt man ja nicht im T-Shirt. Es ist ja kein Empfang. Nur ein Gespräch unter vier Augen. Ja, ich freue mich. Da bin ich. Entschuldige, ich habe Salbe an den Händen. Ist Jonas erkältet? Klaus. Das sieht nach einer Grippe aus. Kann ich helfen? Ich habe was im Auto. Christoph, es tut mir so leid, aber was soll ich denn machen? Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass er hier aufkreuzt. Wenn Sie sich morgen noch nicht besser fühlen sollten, dann gehen Sie am besten zu Ihrem Hausarzt. Viel trinken, Ruhe, frische Luft. Danke. Ach, und wenn Sie dann ins Hotel zurückfahren, nehmen Sie sich ein Taxi. Das Mittel...
beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit. Ja. Ich trinke nur noch aus. Papa kann doch hier schlafen, oder? Nee, lass mal, ich schaff das schon. Naja. Ja. Ich gehe dann mal. Ich kann nicht. Ich wollte dir nur sagen, also die Sache mit Berlin, wenn dir das wirklich am Herzen liegt, dann solltest du das unbedingt machen. Das wäre nur sicher eine große Umstellung, besonders für Rebecca. Neue Umgebung, neue Menschen, Umzug und ja. Hat Rebecca mit dir gesprochen? Hast du mich deshalb eingeladen? Der Frauen macht euch Sorgen. Ich habe überhaupt nichts von einem Umzug gesagt. Ja, ich meine ja nur falls. Also, denk doch noch mal darüber nach. Ja. Nein, weil von Umzug war nie die Rede. Ich meine ja nur. Susanne! Kommst du mal kurz? Entschuldige. Ja. Sieh noch mal nach deinem Kranken. Er lebt. Was ist mit Johnny? Er wird's überstehen. Na siehst du, ich hab doch gesagt, die Mama kriegt das wieder hin. Danke, dass du meinen Skunk gerettet hast. Das ist gern geschehen. Könntet ihr euch um Johnny kümmern, bis die Wunden verheilt sind? Selbstverständlich. Solange er mir nicht auf mein schönes Sandsofa springt. Er ist ja noch mal gut gegangen. Fliegt denn überhaupt so ein Mördervogel rum? Ist doch krass, oder? Das ist ein Greifvogel. Das ist sein Jagdinstinkt. Der muss ja schließlich was fressen. In Berlin gibt's sowas aber nicht. Kannst du drauf wetten. Was hat sie denn? Grummelt schon seit Tagen mit mir rum. Plötzlich will sie nach Berlin ziehen. Und in Leipzig wäre alles ganz schrecklich. Wie kommt sie darauf? Ja, sie hat wohl gehofft, dass du ihre neue Mama wirst. Jetzt ist sie enttäuscht, weil es nicht so läuft, wie sie sich's vorstellt. Da fährt sie natürlich die Stacheln aus. Und Jonas träumt davon, dass Klaus und ich wieder zusammenkommen. Jetzt stecken wir ganz schön in der Klemme, hm? Hallo, Susanne. Hallo. Ich wollte dir eigentlich noch was erklären. Ja? Das hat auch Zeit. Ich fahre in den Auwald. Kommst du mit? Ja, gerne. Mach's gut, du alter Räuber. Und lass dich ja nie wieder im Zug blicken. So, und jetzt zu dir. Was wolltest du mir sagen? Stopp. Ich zuerst. Aber du darfst mich nicht dabei ansehen. Ich liebe dich. Ich liebe dich und ich bitte dich, bei mir zu bleiben, solange du es mit mir aushältst. Und ich wollte dir sagen, dass mir Berlin gestohlen bleiben kann und dass ich sowieso nie dahin wollte. Und ich möchte bei dir sein, solange du es mit mir aushältst. Ich liebe dich. Schade, dass wir zurück müssen. Jonas will ja eigentlich bei seinem geliebten Johnny bleiben. Und deine Eltern haben versprochen, dass Rebecca bei ihnen übernachten kann. Das heißt, wir haben frei? Solange kein Maulwurf mit einer verstauchten Pfote oder ein Reh mit einer Bindehautentzündung vorbeikommen. Ja. Tiere haben ein sehr feines Gespür. Die wissen, was sich gehört. Ich zeig dir was. Komm.
Denk an unsere erste Nacht. War die schöner als die letzte? Nein. Aber du hast dich danach zurückgezogen. Da wusste ich ja noch nicht, was ich jetzt weiß. Dass ich nicht mehr ohne dich leben möchte. Warte, ich übernehme das. So, das wird wohl reichen. Komm, Murphy! Ist der heiß? Nein, mir ist gar nicht. Du kannst ihn abkühlen. Nein, der ist nicht heiß. Nein, komm! Hat's geschmeckt? Super. Hervorragend. Dir nicht? Ich bin schon satt, ich räum ab. Lass es mal, Christoph und ich, wir wollen euch noch was sagen. Also es ist so, dass das Susanne und ich, wir... Ihr habt euch verknallt. Ja, also erstmal haben wir uns immer sehr gefreut, wenn wir uns gesehen haben. Also ich glaube, ich immer ein bisschen mehr als du. Das stimmt nicht. Ja, dann hast du das immer ganz gut versteckt. Ich bin eine Frau. Ja, also wir haben uns nie gelangweilt, wenn wir uns mal unterhalten haben oder was zusammen unternommen haben. Und wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können und dass wir uns gegenseitig helfen, wenn es einmal kompliziert wird. Jonas, lass das bitte. Wollt ihr heiraten? Das geht doch gar nicht. Mama ist doch schon verheiratet. Ja, das macht man ja nicht einfach so. Also da müssten wir uns schon ein bisschen länger kennen. Eben. Was Christoph damit sagen wollte, ist, dass wir in Zukunft mehr Zeit miteinander verbringen wollen als bisher. Wir alle zusammen. Ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr euch auch weiterhin so gut versteht. Klar. Ja, so ein roter Hals kann mal vorkommen, besonders wenn man so gerne Eis isst wie du. Hier, diese Lutschtabletten sind gut und wenn du willst, machst du dir heute Nacht noch einen Schal um den Hals. Und das Fenster bleibt offen wegen der frischen Luft. Ja? Mhm. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Zähneputzen nicht vergessen. Kann es sein, dass da jemand nicht alleine bleiben möchte? Der ist es nicht gewöhnt. Ich komme vor wie eine Rabenmutter. Ja, das bist du nicht und das hast du schon tausendmal bewiesen. Komm, außerdem ist Rebecca da. Da haben die Handys an. Okay. Genau, du bist auch hier und passt auf die Beine auf. Ist schön hier, ne? Mhm. Ich wollte nur mal sehen, ob's an ist. Du machst dir doch Sorgen. Nein, es ist
Alles in Ordnung. Komm, wir gehen. Ich sagte doch, es ist alles in Ordnung. Ich würde gern sicher gehen, mich selber davon überzeugen. Ja? Ja. Wir zahlen. Hast du fein aufgepasst. Siehst du? Alles ruhig. Gott sei Dank. So, was machen wir jetzt mit dem abgebrochenen Abend? Wie wär's mit einem Glas Wein? Ah, ich weiß was Schöneres. Wie geht's denn dem Herrn Jonas? Der junge Herr ist oben und räumt sein Zimmer auf. Ich denke, der ist krank. Mittelschweres Eifersuchtssyndrom. Ja, dann muss ich ihm mal erklären, dass ich ihm seine Mutter nicht wegnehmen will. Willst du nicht? Doch, aber nicht so. Siehst du, ist ganz schön schwer, ihm das zu erklären. Ich habe ja mal 6 Semester Kinderpsychologie studiert. Versuch's. Und? Ich hätte noch ein Semester anhängen sollen. Da gibt's nur eine Lösung. Ja. Abwarten. Ja, wir müssen Jonas schon noch etwas Zeit geben, aber auch ich muss für klare Verhältnisse sorgen. Die Scheidung muss so schnell wie möglich über die Bühne. Dann klammert sich Jonas nicht weiter an eine Illusion. Ob er mich akzeptiert, ist aber nicht gesagt. Er muss dich akzeptieren. Es ist schließlich auch mein Leben. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Wahrscheinlich nicht. Aber ehe sich das alles noch länger hinzieht. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Du musst wissen, was das bedeutet. Dein Mann kann das natürlich nach Strich und Faden ausnutzen. Mag sein. Ich kann einfach nicht mehr. Es war überhaupt so ein schrecklicher Tag. Manchmal ist mir das alles einfach zu viel. Zieh einen Schlussstrich. Und wir beide fangen ganz von vorne an. Einen schönen Abend macht und was zusammen unternehmt. Wir bleiben auch hier und nerven. Das ist lieb von euch, aber mir ist heute nicht so. Hey, hey, hey. Ein bisschen Abwechslung tut dir ganz gut. Das meinst du doch auch. Klar, ihr könnt da nicht immer Rücksicht auf uns nehmen. Und wir machen keinen Blödsinn und streiten uns nicht. Ist das ein Wort? Und wenn ich dann arm und mittellos bin und kein Dach mehr über dem Kopf habe? Dann wird's schwierig. Aber dann kommst du zu mir. Ich baue dir ein wunderschönes Haus. Und wir lieben uns bis ans Ende unserer Tage. Glaubst du, dass du es so lange mit mir aushältst? Keine Ahnung. Dieser Kinderarzt? Das sind ja meine Eltern.
das ist ja eine Überraschung. Wo habt ihr denn die Kinder? Die haben uns Ausgang gegeben. Einmal die Woche bis 11 Uhr. Und wer passt auf die Kinder auf? Wir haben einen Babysitter organisiert. Was treibt ihr so? Wir waren im Kino. Na ja, dann wollen wir nicht zusammen noch was unternehmen? Wir wollten eigentlich nach Hause. Ja, wieso denn eigentlich nicht? Kommt einfach mal mit. Ich weiß da schon was. Na was denn? Kommt. Ist doch schön, dass ihr auch wieder mal rauskommt. Mir fällt zu Hause langsam die Decke auf den Kopf. Rentner sein ist einfach nichts für mich. Kannst ja froh sein, dass du Mama hast. Die hält dich auf Trab. Sieh sie dir an. Trotzdem hättet ihr die Kinder zu uns bringen können. Das ist doch auf Dauer keine Lösung. Außerdem sind sie langsam alt genug. Dieser Christoph... Ist das was Ernstes? Da gerät man ganz schön in Bewegung. Ja, und morgen tut dir der Rücken weh. Sei du mal still, wer jammert denn ständig rum, dass er es im Kreuz hat? Hoffentlich macht Susanne keinen Fehler. Wie kommst du jetzt darauf? Na, schließlich war der Mann ja schon mal verheiratet. Haben eben beide ihre Erfahrungen gemacht. Darf ich bitten, mein Herr? Ich? Tanzen? Du weißt, dass man mich in meiner Jugend Mr. Dirty Dancing genannt hat. Ja, dann zeig mal, was du drauf hast. Und wo schlafen wir jetzt? Und dreh dich. Du stehst auf der Decke. Wünschen. Aber nicht verraten. Nein. Alles geregelt? Alles geregelt. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sehr witzig. Wir wären dann soweit. Wir auch. Ach, Christoph, ich habe noch eine ganz große Bitte. Ja klar, gerade sitzen, nicht mit vollem Mund sprechen, deinen Vater nicht unterbrechen. Schaffst du das? Ich werde dich schon nicht blamieren. Nein, ich möchte dich bitten, auf gar keinen Fall das Thema Haus anzusprechen. Mein Vater weiß nicht, dass ich das Haus Klaus überlassen will. Und wenn die Rede auf die Scheidung kommen sollte, dann...
halt dich einfach raus. Worüber darf ich sprechen? Golf. Mein Vater liebt Golf, neuerdings. Golf. Mama, dürfen wir aufstehen? Ja. Golf ist nicht wirklich meine Stärke. Mein Golflehrer sagt, ich stehe immer zu nah am Ball, nach dem Abschlag. Christoph übertreibt. Er spielt fast so gut wie du, Papa. Vielleicht solltet ihr einfach mal zusammenspielen. Wie ist Ihr Handicap? 72. Das könnte man sicher noch verbessern. Wollt ihr eigentlich irgendwann mal zusammenziehen? Nein, danke. Jonas und Rebecca sind ja schon beinahe unzertrennlich. Susanne und Christoph wollen sicherlich nichts überstürzen. Das klingt ja so, als ob ihr euch noch nicht ganz sicher seid, was eure Beziehung betrifft. Doch schon, aber es ist ja eine organisatorische Sache. Vielleicht sollten wir uns einfach eine neue Wohnung suchen. Warum das denn? Du hast doch das schöne Haus. Ja, es stimmt. Aber? Wie wär's denn jetzt mit Nachtisch? Oh, Telefon. Ach, dein Ex-Mann will das Haus. Ja. Du hast doch nicht etwa vor, ihm das Haus zu überlassen. Doch. Jetzt reg dich doch nicht gleich auf. Susanne kriegt auf alle Fälle ihren Anteil. Ach, du weißt auch schon davon. Susanne muss ja einfach nur abwägen. Entweder ewig unter so einer Scheidung leiden oder einen Schritt machen und auf das eine oder andere verzichten. Das eine oder das andere? Was denn noch? Habt ihr das Telefon nicht gehört? Ist Conny. Entschuldigt bitte. Dann guckst du da drüben, ich schau mich auf der Seite hier um. Treffen wir uns dann eigentlich alle wieder hier? Tut's euch? Ja, wir haben festgestellt, dass wir die gleichen Interessen haben. Golf und dich. ...lösen könnte. Ich habe mich darin alt werden sehen und ein Zimmer für meine Enkel einrichten. So wie meine Eltern das für Jonas gemacht haben. Und kannst du da immer noch machen? Häuser gibt's genug. Ja, da muss man doch erst das Richtige finden, eins, das zu einem passt. Es kommt immer darauf an, mit wem man drin lebt, was man daraus macht. Da, 4 Blätter. Das bringt Glück. Komm. Da vorne ist Ponyhof. Und Kaffee und Kuchen gibt's auch. Noch einen Schluck? Ja, sehr gerne. Also, Ihr Kuchen, der ist echt... echt spitze. Na, also, wir können Sie nur weiterempfehlen. Das können Sie gerne tun. Aber lange sind wir nicht mehr hier. Wir geben den Hof auf. Wieso rentiert sich nicht? Wir ziehen nach Bayern. Mein Sohn hat da eine gute Stelle gefunden. Und wir möchten gerne in der Nähe unserer Enkel sein. Dann verkaufen Sie das hier. Ja. Wenn Sie wollen, Sie können sich gleich mal umschauen. Ja! Soll das mal anfassen? Ja. Wie heißt das? Colorado. Das ist doch genau das Richtige für uns. Fast wie im Paradies, findest du nicht? Ja, es ist wunderschön, aber so weit draußen. Ja, wir müssen es ja nicht übers Knie brechen. Die Ponys sind süß! Und wir dürfen sogar reiten! Der Mann hat's erlaubt! Bitte, Mama! Oh. Was ist denn? Nur eine kleine Verletzung. Sag mal, hat dich doch was gebissen? Ein Vampir. Ja, sehr witzig. Eine Fledermaus, es hat sich nur ein bisschen entzündet. Du bist hoffentlich geimpft. Ja, sicher. Das gefällt mir nicht. Ich bin schon ganz anders gebissen worden. Ach ja? Seid ihr denn schon mal geritten? Ja, sogar beim Kamel. Donnerwetter. Du zu. Da muss ich dir ja nichts mehr erklären. Und du? Ich bin ein Naturtalent. Ja, ein besonders vorlautes. Komm, hier, halt dich fest. Ja, ja. Spaß. Entschuldigen Sie. Hätten Sie vielleicht ein anderes Pony für Jonas? Ist was nicht in Ordnung? Dieses hat eine Sehnenschwellung, wie es aussieht.
Die kennen sich wohl aus mit Pferden. Meine Mama ist Tierärztin. Na, das passt ja. Unser Doktor drüben im Dorf hat letztes Jahr zugemacht. Und meine Frau sagt, sie haben Interesse für den Hof. Das Nachdenken. Also nicht nur Umzug. Du als Landarzt und ich als Doktor für das liebe Vieh? Naja. Ach komm, du hängst doch viel zu sehr an dem, was du jetzt machst. Und mir geht's genauso. Also, Paradies gestrichen. Wir müssen das doch jetzt nicht sofort entscheiden. Vorstellen, mit mir unter einem Dach zu leben? Was ist das für eine Frage? Natürlich kann ich das. Ey, zur Temperatur? Sag mal, das gefällt mir nicht. Es ist schön, wenn sich jemand so um einen sorgt. Morgen ist alles wieder gut. Hoffentlich haben die Kinder was zum Unterstellen gefunden. Was sagst du zu diesem? Oh, sehr herrschaftlich. Hast recht. Und das? Du. Das hat doch Charakter. Auf Fotos sieht das immer sehr toll aus. Wir müssen da hinfahren und uns das ansehen. Dann wissen wir wenigstens, was wir in den nächsten Wochenenden tun. Ich hab Dienst. Dann lass uns doch gleich losfahren. Ist doch noch hell. Was ist denn mit dem Ponyhof? Ich fand den sehr schön. Das kriegen wir ja doch nicht auf die Reihe. Komm. Hey. Sieh mich mal an. Du hast ganz glasige Augen. Temperatur hast du auch. Wir fahren jetzt nirgendwo hin. Ich hole jetzt einen Thermometer. Zeig mir mal die Hand. Ja, lustig. Ich gehe morgen zum Arzt, versprochen. Klar, ich bin ja auch nur Kinderarzt. Entschuldigung. Bist du dir sicher, dass deine letzte Tetanus- und Tollwutimpfung nicht schon vor über 10 Jahren war? Ich bin doch keine Selbstmörderin. Schon mal was von Inkubationszeit gehört? Ja, aber das hier ist keine normale Entzündung. Die Wunde ist infiziert und da kommt jetzt eine Wundsalbe drauf. Das kann ja nicht wahr sein. Mach mir lieber ein heißes Bad. Ja, wie man dann wünschen, aber erstmal kommt die Wundsalbe. Was haben Sie gesagt? Vampirbiss. Sehr witzig. Möglicherweise sind die Fledermäuse wirklich mit diesem Trypanosoma-Typ infiziert, der dem Menschen gefährlich werden kann. Jetzt warte erstmal den Bluttest ab. Dann wissen Sie auch, wie Sie dir helfen kann. Ich fühle mich so elend. Ich habe das Gefühl, mir platzt der Kopf. Dir passiert schon nichts. Ich habe das schon ein paar Tage verschleppt. Wenn es wirklich die Chagas-Krankheit ist, dann wird zuerst das Herz angegriffen. Dann geht es ins Rückenmark und ins Gehirn. Dann können Sie gar nichts machen. Ich sag doch, dir passiert nichts. Dir darf gar nichts passieren. Ich liebe dich. Sag den Kindern bitte nichts. Ich will nicht, dass sie sich Sorgen machen. Von Ihrem Chef. Danke. Lenz? Hallo? Christoph? Du, ja, erschrick jetzt bitte nicht, aber Rebecca geht es nicht gut. Wie, was hat sie denn? Naja, sie hat Kopfschmerzen, Fieber, geschwollene Lymphknoten und sollen wir einen Arzt rufen oder kannst du selber kommen? Nein, ich komme selber. Rebecca hat die gleichen Symptome wie du. Ich kann sie doch nicht angesteckt haben. Nein, das ist unmöglich.
Trypanosomen werden nur durch Körperkontakt übertragen. Und so wirst du ja kaum gebissen haben, oder? Ich bin bald wieder da. Mums. Aber wir haben Trypanosomen gefunden. Ja, aber nur in unmittelbarer Nähe der Bisswunde. Nicht im Blut. Das ist richtig. Das heißt also, die konnten sich nicht weiter ausbreiten. Das Immunsystem hat sie gestoppt. Es handelt sich also mit größter Sicherheit um die Art, die den Menschen nicht gefährlich sein kann. Das klingt plausibel. Aber Mumps ist doch eine Kinderkrankheit. Die du aber noch nicht hattest. Und bei Erwachsenen ist das weitaus schlimmer. In Rebeccas Klasse sind noch 3 weitere erkrankt. Sie bleiben auf jeden Fall noch ein paar Tage in der Klinik. Ich muss mir das mal ansehen. Gott, ich bin ja ganz schief. Ich sehe aus wie Speedy. Wer ist denn Speedy? Unser Känguru. Ich liebe dich auch so. Wenn es nicht so bleibt. Hallo ihr beiden. Könnt ihr euch mal über was anderes als Mumps unterhalten? Schließlich seid ihr wieder gesund. Du hast dir sowas auch nicht durchgemacht. Aber hatte bloß mal eine Blinddarmentzündung. Und ich hatte schon mal Windpocken und hab mich nicht gekratzt. Na, du bist ja auch ein Held. Sag mal, was war mit meinem gebrochenen Zeh? Lächerlich. Gebrochener Zeh? Ich hatte schon mal ein gebrochenes Herz. Oh! Frau Dr. Mertens. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Wir sind ja so froh, dass Sie wieder da sind. Froh, dass Sie wieder da sind. Danke, danke. Frau Dr. Mertens, schön, dass Sie wieder da sind. Sie haben es ohne uns nicht ausgehalten. Ja, das ist wahr. Hey, Frau Dr. Mertens. Wir haben uns ja solche Sorgen gemacht. Danke. Schön, dass Sie wieder da sind. Alle freuen sich. Nur Fährmann lässt sich nicht blicken. Typisch. Typisch Fährmann. Ich kann dir sagen, wo er ist. Ja? Deine Eltern wollten dich damit nicht belasten. Womit wollten sie mich nicht belasten? Na, kurz gesagt, die suchen ein Haus genauso wie wir. Wieso das denn? Ja, weil dein Chef in Iris einzieht. Das Haus gehört dem Zoo. Und Fährmann ist gerade bei Ihnen, um den Übergabetermin und die Kündigung zu besprechen. Was? Deine Mutter hat gesagt, Susanne! Hey, wie wär's mit dem Spielchen? Ich hol schon mal die Karten. Ich lese lieber ein Buch. Komm. Prinzessin ist beleidigt. Dann spiel neben wir. Was denn? Du meintest doch Karten. Ah ja. Erhöhe um 200. Deine 200. Und nochmal 2. Du bleibst doch. Geh mit. Und wir sehen. Du zuerst. Funkhaus. 3 Seiten. Weiter ist sie nicht gekommen. So gut kann es nicht gewesen sein. Noch eine Runde? Es ist doch noch hell. Echter, die Nieren haben ihre Funktion weitgehend eingestellt. Eigentlich müsste ich aufgeben. Aber? Seit ein paar Jahren werden Nierentransplantationen auch bei Hunden und Katzen vorgenommen. Vorausgesetzt, ihre Besitzer können sich das leisten. So eine Operation kostet dann die 10.000 Euro. Du willst also dem Löwen eine neue Niere einsetzen? Sowas ist noch nie gemacht worden. Wenn das bei Haustieren funktioniert, warum dann nicht auch bei einer Raubkatze? Nero könnte mit einer Spenderniere noch gut 10 Jahre leben. Das ist aber ein ziemliches Wagnis. Ja. Da traust du es dir zu. Ich bräuchte natürlich ein Ärzteteam mit entsprechender Erfahrung und eine Ausrüstung wie eine Spezialklinik, aber... Ja, ein Organspender.
Nero ist aus unserem Zoo. Vielleicht finden wir Verwandte ersten Grades, Eltern oder Geschwister. Dann probier's. Du hältst mich also nicht für verrückt? Doch, aber ich vertraue darauf, dass du weißt, was du tust. Und jetzt muss ich mich wie um meine kleinen Patienten kümmern. Tschüss, meine kleine Heldin. Tschüss. So, die Kinder sind in der Schule. Hey. Du siehst toll aus in den kleinen Schwarzen. Mhm. Ah, na dann. Wie wär's mit dem Grün? Oder das? Übrigens, die Klinikleitung ist einverstanden. Sie stellen dir eine Akutdialyse und ein Anästhesiegerät zur Verfügung. Und eine unserer Anästhesieschwestern wäre auch gerne dabei, weil die hat drei kleine Kätzchen, kennen sie also bestens aus. Das ist lieb von dir, aber... Was ist denn? Fährmann ist dagegen. Und vielleicht hat er auch recht. Vielleicht habe ich mir zu viel vorgenommen. Du packst das. Davon bin ich 100% überzeugt. Und wenn es doch schief geht? Macht's dir was aus, wenn wir heute Abend nicht zum Zoofest gehen? Ich kann einfach nicht feiern, wenn nebenan ein Tier stirbt. Kann ich dich vielleicht damit ein bisschen aufmuntern? Was ist das? Ich habe uns eine Woche Paris gebucht. Wir fliegen gleich nach deiner Scheidung. Ich glaube nicht, dass ich deine Stimmung bin. Vielleicht später. Ja, dann gebe ich sie halt wieder zurück. Dass Sie gekommen sind. Frau Dr. Mertens, Sie sehen bezaubernd aus. Dankeschön. Guten Abend. Was zu trinken? Herr Oberbürgermeister, gnädige Frau, willkommen. Guten Abend. Schön gesehen, wer da ist. Oh. Du im Zoo. Ja, Alexander ist dienstlich hier. Und außerdem ist der Abend... Wollen wir nicht erstmal anstoßen? Ich bin nämlich total gespannt, wer den Preis bekommt. Das sind also Ihre Zeugen? Das ist meine Familie. Aber doch wohl nicht de facto. Wenn Sie damit einen Trauschein meinen, dann nein. Dazu müssten Sie ja auch erst einmal geschieden sein. Aber wenn Sie damit meinen, dass wir zusammengehören und für immer zusammen bleiben wollen, dann ja. Sehen die Zeugen das auch so? Ja. 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 Die ernsthafte und dauerhafte Verbindung mit einem anderen Partner ist ein akzeptabler Scheidungsgrund. Beschlossen und verkündet, die Ehe ist hiermit geschieden. Sag mal, war das gerade ein Heiratsantrag? Wenn du dich vorläufig mit einer wilden Ehe zufrieden gibst? Wild. Müssen wir feiern. Champagner für alle. Du bist natürlich eingeladen. Gib dir einen Glück. Okay. Ja, klar. Aber unter einer Bedingung. Jonas fährt mit mir und Alexandra in die Ferien. Aber nur, wenn Rebecca mitkommt. Ja, klar. Wenn ihr Vater, Christoph, nichts dagegen hat. Okay. Und ihr fahrt dieses Wochenende erstmal nach Paris. Genau. Das würde ich ja gerne. Aber ich habe die Tickets schon zurückgegeben. Ich denke, das Reisebüro hat noch... Na dann. Nein, erst, ich muss erst noch in mal... In den Zoo. Wo darfst du hingehen? Nach Paris. Kreditkarte nehme ich aber keine. Trotzdem. Na dann. Auf nach Paris. Na los!